In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Ich hab gar keinen Akku mehr, Leute. Ich muss jetzt meinen Akku aufladen. Wir wollten Sonntag grillen gehen. Ich muss mal schauen, was wir jetzt brauchen. Für Nudelsalat habe ich eigentlich alles da. Fleisch und so müssen wir holen. Und jetzt fahren wir aber erstmal zum Frauenarzt. Audrey hat gerade geduscht, der macht gerade seine Haare. Ja, und ich packe mal ein paar Kleinigkeiten für Lina ein. Weil jedes Mal, wenn sie da Kinder sieht, will sie auch was von denen haben. So, ihr Lieben, ich bin mittlerweile zu Hause, also wir. Wir waren beim Frauenarzt. Audrey ist jetzt zur Arbeit gefahren. Und... okay, wo ist das jetzt? Wo habe ich das jetzt hingetan? Auf jeden Fall habe ich meinen Mutterpass bekommen. Wir haben unser Würmchen das erste Mal gesehen. Und ich habe, also muss Eisen nehmen. Ich habe jetzt den Wert 11,5 und das ist gar nicht gut, meinte die Ärztin. Das hatte ich auch schon bei Lena. Ich habe richtig starken Eisenmangel. So. Also muss ich jetzt diese Tabletten nehmen. Ich habe 30 Euro knapp bezahlt. Wir haben den Kassenzettel da vergessen. Ich depp, ey. Ich habe gar nicht dran gedacht, weil meine Mutter uns überrascht hat. Sie arbeitet ja in der Nähe und sie ist dann zu uns gekommen. Also wollte hoch das Baby sehen, aber da war nichts mehr zu sehen. Wir waren schon fertig. So, jetzt kann ich euch anstellen. Und das ist mein Mutterpass. Ich muss das mal so abdecken. Hier ist mein Mutterpass. Das habe ich heute bekommen. Und das ist unsere kleine Maus. Wir haben jetzt zwei Bilder bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Man erkennt das halt nicht so gut. Die Maus ist 0,77 mm klein. Das heißt fast 1 cm. Ja, ansonsten Entwicklung ist passend zur 7. Schwangerschaftswoche. Mein nächster Termin ist jetzt am 7.5. Und ja, sie hat mir halt Infomaterial dafür gegeben, was ich nicht essen darf und so, das weiß ich ja. Ja, ich muss auf jeden Fall ab der 20. Woche gespritzt werden, weil ich habe ja meine Blutgruppe ist 0, also RH negativ, und damit sich keine Antikörper bilden gegenüber dem Kind, muss ich halt die Spritze bekommen. Ja, und sonst gibt es eigentlich nichts. Sie hat jetzt alles eingetragen. Sie hat eingetragen, wann Lina geboren ist, mit wie viel Kilo. Ich wiege momentan 63 Kilo. Sie hat gefragt, ob ich Übelkeit habe, aber habe ich momentan ja noch nicht. Ja, sonst... gibt's nichts. Blasenentzündung habe ich auch nicht. Ja. Das war's. Mehrlinge sind's nicht. Hat sie auch angekreuzt. Ja. Ja, wir haben heute das Herzchen gesehen, ne? Das hat uns auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Ich bin jetzt auch erleichtert. Und das ist die Liste. Keine Mayonnaise, Eier hart gekocht, Geflügel, nicht tiefgefroren, nur frisch. Kein Softeis wegen Salmonellen. Danach Fleisch durchbraten wegen Toxoplasmose. Keine Cola, Fanta, Limonade. Das trinke ich ja eh nicht mehr. Auch mein Akku, mein Speicher. Dann wenig Süßigkeiten, keine Chips, wenig Fett, fettarme Milch, 1,5%. Viel Wasser bis zu 2 Liter pro Tag. Und keine Rohmilchprodukte, zum Beispiel Käse und Räucherlachs. Aber das esse ich ja eh nicht. Und da war mein Speicher leer, genau. Und kein Sushi und so, das esse ich ja jetzt auch nicht mehr. Ja, das war's auch. Papa! Mehr Neues haben wir jetzt nicht erfahren können. Sie meinte halt, Flug ist, Papa! Wir fliegen ja im... Warte doch, was machst du denn? Genau, also mehr hat sie nicht gesagt. Ich weiß, was soll ich jetzt sagen? Achso, wegen dem Flugzeug. Sie meinte, dass wir nicht fliegen sollten.
In der Frühschwangerschaft, aber da bin ich glaube ich schon in der 14. Woche, wenn wir fliegen. 14. oder 15. Woche, das geht dann, glaube ich. Wie sind dann eure Erfahrungen? Seid ihr schon mal schwanger geflogen? Und wenn, in der wievielten Woche und hattet ihr Komplikationen oder irgendwas ähnliches? Das könnt ihr mir mal unten reinschreiben. Ich muss jetzt bügeln. So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir waren kurz draußen. Und siehe da, Lina ist eingeschlafen, hat Mittagsschlaf gemacht und wir haben fast 7 Uhr. Sehr schön. Und wir müssen dann gleich kommen, die Mama. Ja, da schläft die kleine Maus. Ich muss den Kinderwagen noch sauber machen. Zum Glück habe ich das noch nicht gemacht. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin noch in Pyjama, wie man sieht. Ich habe gerade meine Zähne geputzt, habe mich geschminkt, habe hier den Boden gewischt, gestaubsaugt. Und ja, ich habe die Wäsche auch wieder reingeschmissen. Die werde ich jetzt auf dem Balkon aufhängen. Wir haben 23 Grad, glaube ich. Jetzt wird das total schön. Ich warte jetzt noch 20 Minuten, dann wecke ich auch das. Weil wir müssen heute einkaufen gehen. Wir gehen. Okay. Ach nee, wir haben aktuell 14 Grad, aber heute wird es bis zu 21 Grad. Wahnsinn! Komm, lass mal deine Hände waschen. Moment, Leute, Lina hat sich dreckig gemacht beim Zähneputzen. Ups. Nein. Warte. So, jetzt. Jetzt so. Stimmt. Also probieren. Ja, das machen wir die Tage, ja? Wenn es weiter schön wird. Ja? Übrigens hat Lina gestern von 18 Uhr bis heute Morgen um 7 Uhr durchgeschlafen. Ich weiß nicht warum, aber ich denke mal, also wir denken, dass sie so lange geschlafen hat, weil, wie heißt das? Sie gestern um 6 Uhr wach war und keinen Mittagsschlaf hatte. Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist krass gewesen. Also ich hab heute auch gar nicht geschlafen so gut, weil ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, nicht, dass sie jetzt aufwacht und dann muss ich auch aufwachen. Und deswegen habe ich heute auch sehr, sehr schlecht geschlafen. Ich hoffe mal, dass es heute besser wird. Oh. Ja. Bips. Ja, wir machen jetzt Bips. Ja, ich werde jetzt nochmal unseren Fernsehen sauber machen. Und unser Fenster. Ja, bitteschön. Da werde ich die Mülltonne rausstellen. Im Sommer stellen wir die Mülltonne immer raus. Weil das Essen total schnell stinkt, ne? Wenn es warm ist. So, ich würde sagen, bis gleich. Ich hoffe, ich kann euch heute mitnehmen, was wir alles kaufen. Aber ich denke schon, weil wir fahren jetzt zum Türken. Und ich denke schon, wenn Nina ruhig ist. So, ich habe mich jetzt angezogen. Ja. Nina ist auch angezogen. Jetzt zieht sie ihre Puppe an. Ja, Schatz. Soll ich dir helfen? Du ziehst dich schon falsch rum an. So. Ups. So. Zeig mal, was du anhast. Karin, okay, Nikita. Wow. Übrigens sieht man auch schon ein bisschen Babybauch bei mir. Habe ich euch ja erzählt, warum. Wow. Sieht man das? Erkennt man das überhaupt? Und stell euch mal hin. Geh mal weg, Schatz. So, das ist mein Bauch. Der war nämlich vorhin starr. Also seitdem ich schwanger bin, ist der so richtig rausgeschossen. Ich glaube, dieses Mal sieht man das ganz, ganz früh. Hier, tu das hier rein. Ja, Baby ist da. Das ist derselbe Preis. Baby ist hier, Schatz.
Ja. Das brauchen wir nicht, nein. Vielleicht haben die ja hier Pappteller. Oraba al kızı. Nakon. Gut. So, dann nehmen wir einmal oder zweimal hier Lavash. Übernehme das Brot. Ich hab zweimal Brot genommen, das reicht, ne? Ja. Brauchst du Gewürze oder so? Oh, darauf habe ich voll Lust. Die schmecken total gut, Leute. So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Aber da hat das Fleisch schon gewürzt. Wir essen jetzt. Ich habe schnell Blumenkohl gemacht, weil das sonst schlecht wird. Komm mal, warte, ich gebe dir Eier. Und Lena will Eier dann trinken. Lecker? Okay, liebt Eier dann, ne? Trinken nicht viel. Ess erstmal, dann kannst du trinken. Ah, sind das sie? So, ihr Lieben, wir haben gerade gegessen. Moment, ich muss euch mal so hinstellen. Ja, ich bin voll. Mein Bauch ist total aufgebläht. Aber dann meinte, du siehst so aus, als ob du im 6. Monat schwanger wärst. Ja, der ist jetzt auch weg. Ich ziehe jetzt Linas Sachen aus. Also wechseln die Pampers und danach wollten wir ein bisschen raus. Das Wetter ist nämlich total schön. Dann gehen wir ein bisschen in den Park, ne? Schaukeln. Das stimmt mir denn. Ja, genau. Und da kann sie da ein bisschen spielen. Weil zu Hause sitzen bei dem Wetter. Nee. Bist du fertig? Ach, hat die jetzt hier dann. So, und sonst muss ich die Küche natürlich noch aufräumen. Das mache ich aber gleich, weil das Fett ist noch, also das Öl ist noch heiß. Da warte ich dann immer. In 2 Stunden. Und so lange gehen wir halt raus. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Wir haben gerade Eis gegessen und Lena ging uns jetzt baden, weil sie hat sich total dreckig gemacht. Ja, Schatz. Der Eis? Also ihre Haare. Oh, sorry. Ihre Haare sind voll mit Sand gewesen gerade. Ja, jetzt geht sie deswegen erstmal baden. Ne? Aber alleine, ich war ja gestern schon. Ich hasse das, wenn ich mit Lena zusammen baden muss. Weil einfach dieses Frieren danach ist nicht so schön. Warte, Schatz, ich schmeiß das weg. Sen zu ihnen schnell Toponat. Komm an, komm, warte, gell? Zu ihnen schnell Toponat. Ja, ich muss immer noch die Küche aufräumen. Das mache ich aber später, nachdem Lena gebaut hat, weil ich will nicht, dass sie mit dem Sand in den Haaren rumläuft hier. Übrigens kommen noch 2 andere Freunde von uns morgen grillen. Aber der hat vergessen, Kohle zu kaufen und wir haben gar keine Decke, ist mir aufgefallen, für draußen. Weil die, die wir zu Hause benutzen zum Kuscheln, die werde ich bestimmt nicht mitnehmen zum Picknicken. Oder bringt jetzt eine mit. Ja, ansonsten. Ich jetzt hier einen Backfall.
Felina. Und sie muss auch noch Badeperlen oder so haben. Ja. Übrigens habe ich letztens Binden und so gekauft. Warum umsonst? Ach, deine Barbies. Was haben wir denn hier? Blubbersalz, Vulkansand. Mit noch mehr Blubberspaß. Von TTZ. Ja, ob das Dosen. Kann man maschen. Wickel das Dosen. Ja, ansonsten freue ich mich auf morgen. Mir geht es etwas besser. Ich habe gerade die Insta-Stories von einigen anderen gesehen und da habe ich gesehen, wie jemand Leber zum Frühstück gegessen hat. Ich musste fast kotzen, ey. Also, und dann meinte auch eben, Schatz, ich muss kurz Tomatenmark rausholen für das Fleisch und ich kann das ja nicht riechen. Der meinte, geh am besten kurz aus der Küche raus und dann kannst du wieder kommen. Ja. So, jetzt muss ich Linas Klamotten verbrauchen. Ich fresse dein Po auf. Schaut mal. Sie hat schon... Oh Mann. Sie hat ein Handtuch rausgeholt und ihre Wimpern. Willst du das anziehen? Nein, deine Pyjamas kannst du anziehen. Annen. Nein. Sie weiß ja schon, was sie danach anzieht. Das kannst du, willst du das anziehen? Ja. Okay. Aber das ist nicht dein Handtuch. Oh, how do you get the bundle of Nakoi? Wenn es dann how do Alden, ja, Elsa, how do you smell just? Tama? Also? Ja. Ja, ja. Oh, how do you get the bundle of Nakoi? Also, ja. Aferin. So. So, das hat sie jetzt wieder in den Schrank gepackt. Und jetzt geht's baden. Heute war es gar nicht so spektakulär hier bei uns. Aber es gab auch nicht viel zu sehen. Ich schau mal, wenn dieser Vlog zu kurz ist, dann füge ich den, das, was wir morgen machen, auch mit ein. Und wenn es dann doch zu lang wird, dann machen wir das mit einem anderen Vlog. So. Ich komme jetzt, ja? So, ihr Lieben, ich würde sagen, bis gleich. Weil im Badezimmer mit der Kamera wird ein bisschen umständlich. Ihr Süßen, ich habe mich mittlerweile umgezogen, weil Lina mich total nass gemacht hat. Und der Postbote in dem Moment geklingelt hat. Muss ich mich natürlich sofort umziehen, habe mir irgendwas übergeworfen. So, ich wollte euch kurz die Blondnussbox zeigen. Die nächste. Ich bin ehrlich gesagt, die gefällt mir überhaupt gar nicht. Moment. So. Zum einen ist da so ein original Kaffeebrotaufstrich drin. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ja, einmal das, was mir gefällt. Das Einzige, was mir gefällt eigentlich, glaube ich, aus der Box, sind diese Smoothie-Gums. Die sind vegan. Zwei Stück haben wir gegessen. Also... Okay, dann sind das Kalle Chips Moringa vegan. Was ist das? What that? Ich weiß nicht, was das ist. Aber das werde ich alles verschenken. Dann haben wir hier Brot. Dieses Brot ist total hart. Vollkornsonne. Das hatten wir auch letztes Mal. Das gilt, ist übrigens bis zum 18.08.2018 gültig. Aber der ist total hart. Letztes Mal konnten wir den gar nicht essen. Dann haben wir hier einmal ein Peak Bar. So ein Riegel. Mama! Das ist nichts für dich, Schatz. Das magst du nicht. Was auch gut ist, finde ich hier Bio-Würzmischung für Ofenkartoffeln. Das? Achso, nein. Keine Süßigkeiten mehr. Du musst jetzt gleich Zähne putzen, ne? Ich bin schon nervös. Ja, was ist denn das? Ist das Sekt? Was ist das denn? Ja. Das ist irgendein Alkohol mit Birne. Krass, habe ich noch nie gesehen. 4,5% Alkohol. Tja, in der Schwangerschaft trinkt man sowas natürlich nicht. Willst du das essen? Du willst das nicht essen, ich kenne dich. Dann gibt es hier einmal einen grünen Smoothie, noch einen grünen Smoothie. Ich glaube, den kann man zusammenmixen. Dann haben wir zwei Suppen. Einmal so eine Bio-Linsensuppe. Einmal das. Es ist total dunkel, ich weiß.
weil das Licht aus ist in der, im Wohnzimmer. Also ich werde die Box komplett verschenken, glaube ich. Und einmal Bio-Tomatensuppe. Das war's auch. Mehr ist nicht in der Box drin. Ich glaube, ich werde das verschenken. Ich habe euch ja gesagt, dass ich das auf eBay reinstelle und den bedürftigen Menschen dann gebe, wenn Sachen dabei sind, die wir nicht benutzen. Die letzte Box habe ich jetzt auch verschenkt. Das lasse ich jetzt noch ein bisschen stehen, weil das noch viel zu wenig ist. Also wenn die nächste Box kommt und da ist auch noch einiges drin, dann werde ich das auf jeden Fall verschenken. Mama! Ja. Papa! Mhm. Papa ist auf der Arbeit, ne? Ja, Papa!